Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der im Spiel 70 2G. Ich nehme mal ein bisschen mit beim Bauen. Und zwar bauen wir jetzt hier einen kleinen Balkon, in dem wir uns erleicht normalerweise immer schön nach außen gehen können und entsprechend da unseren Besucher einen herzlichen Empfang zu bereiten. Ich mache das auch. Ne? Mal schauen, dass ich hier, ja, mal sehen. Ein bisschen gefährlich hier, die Ecke wollte ich noch auskloppen. Und gleich ein Metallteil einbauen, damit wir später hier Halt kriegen für Beton. Entschuldige, ist hier ein bisschen brenzlig. Ne? Und nicht deswegen hier. Das ist sogar der Schreierin, die man bei der Arbeit stört. Und sie kommt nicht alleine. Leider. Aber sie bringen auch willkommen XP mit, ne? Aber Munition ist immer mal knapp dabei, ne? Der Homie kommt nicht mehr. Will ihm in Ruhe bauen. Anführungszeichen. So, und gleich mal zumachen. Ne, kann man da nicht schlecht ran. So. Das ist äußerst ungünstig hier. Die kann man zum Glück wieder aufnehmen. Ah, nee. Aber ich komme da nicht so ran. Ich stehe mir selber im Weg. Da kann man zur Not von oben betonieren, das ist kein Problem. Aber, ne? Aber die Einzahlung kriegt nicht gebaut, das wird nichts. Wie immer das auch geht, es geht. Und die Teile kann man zum Glück wieder aufnehmen. Dadurch kann man gewisse Fehler, die man macht, leicht korrigieren. So, jetzt haben wir die Ecke auch zu. Später kommt hier noch Holzgitter rein und ganz später dann entsprechend her, ja, die anderen Teile halt, ne? Und vorne Geländer. So, vorne würde ich auch noch. Und dann muss ich mal sehen, wie ich am besten hinkomme. Finde ich ganz einfach. Und hier ist so ein bisschen, naja, noch nicht brenzlig, aber man ist hier nicht allein, ne? So, mal anschauen, am besten jetzt haben wir da schon Ecke zu. Ja. Müsste man sich einen Graben reinspringen und von da irgendwie was hochbauen. Dass man von da die Ecke drei rausgeht und dann drei rüber und drei darüber und dann da drüben rüber anschließen. Jetzt haben wir 15.05 Uhr, wir müssen ein bisschen Gas geben, dann geht das auch noch heute fertig. Na, hier ist die Störung schon da. Ich sag mal, ein Zombie kommt selten allein.
Zum Glück habe ich jetzt eine Mine erreicht von unten bis weiter weg vom Haus. Das heißt, sie können mich da im Grunde nicht mehr stören. Hier müssen wir dringend noch was rausbauen. Das muss über den Graben gemacht werden. Ich habe noch 74 Teile. Ich muss ja nicht ganz dicht dabei sein, ich muss ja nur in der Richtung sein, ne? Der Graben ist noch nicht tief genug, davon abgesehen, aber das ist mal ein Hindernis für die Zombies, ne? So. Ups. Zum Glück können wir ihn aufnehmen, ne? Nein, nur nicht heute. Das ist ja noch ein Hund. Noch eine Schreierin. Ja, ich kann im Prinzip nie wieder nie ruhig bauen. Das klingt verrückt, aber es ist so. So, da wollte ich anbauen. Die lassen mich nicht in Ruhe. Ja. Keine Chance, die mich in Ruhe lassen. Also. Ich bin ja froh, dass sie mir mal ein bisschen XP bringen. Aber wenn man in Ruhe bauen will, keine Chance. So, das wäre das. Ich muss mich ein bisschen weiter bewegen. Das heißt, ich muss hier runter. Das heißt, hier aufnehmen. Aber solange Munition haben, geht es ja alles, ne? Aber wehe dem. Dann wird es schlecht aus, wenn wir keine Munition mehr haben. Bis zu weit weg. Dann brauchen wir einen daneben. Wie gesagt, zum Glück kann man die wieder aufnehmen. Nur gut. Nur schauen, dass ich jetzt da vielleicht Gepieter kriege, ein Loch. Ne, wird nichts. Bin zu weit weg. Muss ich von innen drinne arbeiten. So. Ich hab noch 49. Wenn ich einen die unteren zuerst wegnehme, dann fallen die anderen runter und gehen kaputt. Ja, hier geht's weiter.
Ach so. Ja, ich muss auch. Ich darf ja nicht E drücken, sondern bei Hochspringen, ne? Dann ist es ja auch nicht gerade. So, da wäre ganz gut. Da schon Beton. Also stabiler wie der Mauerziegel. So, und hier. Daran. Super. Auch so eine Hölz auch mit Beton gemacht wird, ne? Das ist das nächste Ding. Das sind Arbeiten, die kann ich nachts nicht machen, ne? Da werde ich ja ständig gestört. Beziehungsweise so ein Besuch nachts draußen ist eigentlich tödlich. Da kennen die keinen Spaß, die Zombies. Da kommt schon ran, aber da nicht. Ich will da hinten noch ran. Irgendwie. Nur muss ich hier aufpassen mit der. Dann hin. Meine Staune sowieso, oder wie so hält, ne? So, rumgebaut haben wir schon, ne? So, noch wieder aufnehmen und wieder reingehen und dann fertig dann. Ach so. Gut, dann nehmen wir Maschinengewehr in der Hand. Und sie uns versehen nicht mal einen Teil bauen, hinbauen. Ne? Obwohl, naja, die kann sie alle wieder aufnehmen. Ja, morgen muss ich spätestens los Munition besorgen. Denn die ist mir mittlerweile. Ich krieg alles krieg besorgt. Blei krieg besorgt, ich kriege Metall besorgt. Nur bei Bronze ist es. Hier muss ich noch einfach laufen. Hier die Stufe ist am Mist, ne? Im Ernstfall ist natürlich hier nicht gut. Hammer, gucken, wie was schon beschädigt ist. Ja, was so ein. Naja, ich sag mal so, Vergleich ist mächtig böse, sag mal so, weil was so ein Zombie hinkriegt mit bloßen Händen, das ist die wahre Wonne. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt Zement. Und zwar reichlich. Wir haben ja gut da, ne? Wir haben ja nachts gut vorgesorgt. Ich habe über 6000 geholt. Steine. Und daraus dann eine Zwei hergestellt, ne? Das ist schon mal gut. Bau Beton, Zement. Holz fehlt. Natürlich, Brass, LED ist auch drinne. Gut, Zement ist wieder neue Arbeit. Das ist Blödsinn, ne? Das brauchen wir nicht einschmelzen. Was haben wir hier Schönes? Das können wir einschmeißen, ja. Das können wir zum Mischen nehmen. Feuerholz. Lehm einschmelzen, ja.
Hier waren wir frei. Na eben nicht. Gut, dann nehmen wir das raus. Wieso 2000? Hier ist auch mit. Naja, gut. Holen wir Zement. Hoffentlich lasse ich mal aufleveln und ein bisschen mehr wie ein Punkt verwerten kann. Ne? So. Was brauche ich? Brauche jetzt Kies brauche ich und Sand. Das ist gut. Dann legen wir da mal zu. Und später haben wir was da. So, jetzt machen wir Beton. Und zwar haben wir noch ein bisschen was Zeit. Und da werden wir noch ein bisschen Türen bauen, dass wir schnell von A nach B kommen. Das heißt, natürlich in Hoffnung, dass wir nie rauskommen, die Burschen, ne? Oder nie hoch. Oh, oh, ihr beide habt euch runtergefallen. So, eins fertig als Punkt. So, das ist meine Sorge jetzt. Da hatte ich rausgeklopft gehabt und da nicht. Dann muss ich mal gucken. Zwei, drei Felder. Ungefähr. Da wollte ich von innen. Ups. Von innen auch einen Beton machen. Zumindest ein und besser zwei, so wie hier auch einer drin ist, soll es da auch so sein. Ich brauche da sowieso eine Tür. Da heißt, wir müssen da mal was durchklopfen. Das heißt, mal ganz kurz reparieren. Reparieren, da haben wir noch welche gefunden, ne? Dann haben wir da nichts. Mal schauen. Müsste hier irgendwo sein. Das ist da. Oder dicht daneben jedenfalls. Das macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Ja, und halt wieder zumachen, kein Thema. Weil hier wollte ich mir Beton reinnehmen, mindestens ein. Wir können auch zwei oder drei nehmen. Dann haben wir dadurch die Last nach hinten mehr Halt. Also je länger das ist hier, umso mehr Halt kriegen wir rein. Natürlich wäre besser, die Decke wäre kompletter Beton. Aber da fehlt mir schlichtweg Material für, also da das Ganze zusammenzusuchen, das wissen habe ich. So, das müsste reichen, theoretisch. Dadurch kriegt der Balkon ein bisschen Gegengewicht und wir haben hier jetzt ein besseres Schussfeld, also kann im Grunde aufbleiben. So, Hammer und aufwerten. Er nur rangeklebt am Stein, hat sich viel gehalten, also so ist doch ein stabiler. Runterfallen möchte ich hier nicht. Aber dann können wir gleich wieder einen Schlafsack aufwecken, ne? Aufwachen. Ne? Und da ist schon Beton, da ist schon ganz gut. Also super. Mit Beton alle. Ja, geht viel drauf. Noch ist der Beton weich, der ist auch noch frisch. Also der ist nicht zu gebrauchen, der ist nur aktuell
Solange er so dunkel ist, ist er weich. In Anführungszeichen. Aber er trocknet ziemlich schnell. Beziehungsweise er härtet aus. Trocken ist ja relativ, ne? So. Jetzt haben wir ringsherum noch fertig. Das heißt, wir müssen noch mindestens Türen bauen. Also hier kommen wir gut raus und wir müssen entsprechend hier auswerten mit Geländer. Das können wir auch nachts machen. Oder ich. Weil oben sind wir ganz gut abgesichert. So. Dann noch Flasi bei. Paar Eisen hinterher. Und Zement. Fertigen. So, Zement hinterher und Eisen. Dass wir heute Nacht wieder abbauen werden. Also, ja, doch, heute noch. Ich muss schauen auf die Uhr. Heute ist nämlich ja, für mich Sonntag und heißt für mich morgen arbeiten Frühschicht. Ich sehe hier alles hell und bei mir ist es so draußen dunkel. So. Wir können das mal Material hier reinlegen. So. Wir können mal das Blei hier schon mal einschmelzen. Das kann ja weg. Das könnte man ja im Prinzip halbieren. Man geht doppelt schnell. Das haben wir nämlich gestern Nacht geholt aus der, ja, meiner entfernten Mine. Ich habe schon wieder keine Ausdauer. Wo ist wieder das hin? Ich hatte was gegessen gerade. Ich habe schon lange keinen Durchmal gehabt. Ist ja auch so, letztes war nicht gut, ne? So, haben wir noch 6 Fleisch. Kriegen wir noch ein paar gebraten. Schönen Blaubeerkuchen. Oh, der hat guten Wert. Ah, ein Holz da. Holz habe ich eigentlich genug. Muss es nur finden. So. Das soll nicht am Essen liegen, ne? So, jetzt mal Geländer herstellen. Das können wir mal rausnehmen. Die guten Teile. Ah, nicht in der Nahrungskiste nicht. Das können wir hier rein. Na, Bastelkiste ist hier oben. Ich muss mir irgendwie Strukturen gewöhnen. Und das reinlege, was wir nicht brauchen aktuell. Und was bauen können. Das brauchen wir aktuell auch nicht. Beziehungsweise werden das gleich draußen noch vor der Tür bauen. Und zwar da oben unterhalb der muss jetzt kurz überlegen, wer es hinkomme. Und zwar hier. Und zwar, das muss weg. Dann hier gehen sie rüber. Muss ich Schaufel holen.
schnell eine Schaufel holen. Muss ich im Mann behalten. Wenn ich den Graben ausbessern will, eine 1er Schaufel, dann haben wir eine 2er, was soll's. Und dann werden wir da ein bisschen die Spikes hinlegen. Die sind doch jetzt so schwer, werden sie langsam. So, Schaufeln abnehmen. Ich habe gleich reinlegen können, ne? Weil die nämlich immer nicht rüberspringen. Da muss es weg. Hier muss die Mauer erhöht werden, also aber nicht heute. Denn hier ist ein gewollter Schwachpunkt, sagen wir so ganz vorsichtig. Drei Felder weiter sollen hier die Decke erweitert werden. Also Gründe von hier. Hier ist schon eine Decke vorhanden, also die alte, neue, da soll was drauf gebaut werden. Als ich muss ja mal anfangen, ne? Heute brauchen wir nicht mehr losziehen. Wegen Auto oder wegen anderen wichtigen Teile. Also wenn ich jetzt mal theoretisch, schau mal rein. Ich möchte ja die Waffen herstellen können. Die Munition, also ich bin nicht bei. Muss ich mal näher mal schauen. Das ist 1912, da kann man näher schauen. Ich möchte weg von Bronze, das heißt, ich gibt ja die Möglichkeit, Waffen auf Basis von Eisen herzustellen. Und das wird ja bedeuten, dass wir nicht mehr losziehen müssen in Bronze. Das macht uns ja unabhängig. Das ist nicht gut. Dinge zumindest recycling, ne? Die haben immer 4 Bahnen Eisen gekostet, also da muss man schon behutsam umgehen. Ne? Die Dinger müssen auch weg später. Also 3 Felder sollen hier im Prinzip als als Vormauer dienen, so ähnlich. Und ab hier soll der Graben entstehen. Und sehe ich gerade immer weiter. Das alles Beton.
Und dann möchte der Beton rein, ne? War Decke, die ehemalige Decke von der, also die Decke von der vom Beton. Reparieren wir später. Und da ist es ganz gut, wenn ich da noch wieder Beton kriege. Also das hält die ein bisschen ab, also nicht lange, aber ein bisschen schon. Die Dinger müssen auch weg. Das heißt, da soll Beton hin. Ich muss schauen, dass ich bis solange ich draußen arbeiten kann, muss ich das nutzen, ne? Den einen muss ich lassen. Die lasse ich jetzt auch noch aus Sicherheitsgründen. Und ich schaue mal, ob die Eisenteile finde. Finde es gut. China wegbuddeln. Muss ich Schaufel reparieren. Ja, da ist auch gut. Na, im Grunde, die ich gerade in der Hand habe. Ja, das hat nicht gebracht. Ich bin Arm ist zu kurz. Die Schreierin, die kommt hier öfter mal lang. Das zieht die im weißen, weiß ich, Kleid, Schlafrock. Das ist eine verprellte Braut oder keine Ahnung, weiß ich. Jedenfalls. Die kommt selten allein. Ist immer in Gesellschaft. Sobald die schreit, sind die ersten. Ah, da brauche ich nicht. Ja, ne? Wie gesagt, jetzt sind wir ein bisschen abgesichert. Aber nur ein bisschen, die hält ja nicht viel auf. Gehen wir rein. Da noch wegnehmen, das noch alles wegnehmen. Und dahinter, also 1, 2, 3 und hier soll der Kram beginnen. Da müssen wir drin schauen, wie ich das am besten mache. Auch mit Beton, aber dann als Kram, dass die Prinzip ans Haus nicht so voll rankommen. Aber der Kram muss auch sicher sein, dass sie nicht ins Keller kommen. Ne? Also, weil die Zombies. Die schlagen sich durch, ne? So, Lisa, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dann seid mal tschüss und tschau. Ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Tschüss. Oder heute, mal sehen. Kommen wir meistens zwei.